Denn jeder beim Kuhsteig hat es mich komplett zerlegt. Das ist echt brutal. Ist drin im Ziel. Daumen hoch. Ich hätte mir ja nichts vorgenommen, deswegen. Nee, war schon also mega hart einfach nur, die Berge. Startschuss zum Allgäu-Triathlon, die 40. Auflage, die Classic-Distanz geht los mit den Damen. Viel Glück! Ich schnapp mir zwei, drei Leute, wir machen eine geile Rampe. Also, so Rampe, die noch keiner gesehen hat. Dann kommen die rein, zack, aufs Rad. Ausfahren, geht da hinten raus. Die blitzen einmal durchs ganze Allgäu, rasen wieder rein. Und dann kommen die daher, wo der Tim nachher mit euch eine Wechselzone aufbaut. Aber so, dass die ganze Triathleten das noch gar nicht gesehen haben. Also das wird irre, ich sag's euch. Genau, und das wäre eigentlich der heutige Auftrag. Sonst habe ich nichts mehr auf meinem leeren Blatt Papier mehr. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Tim. Wie wir das machen, wir werden beide Manitus hintereinander schicken. Auf einem Manitou werden die langen Wechselzonenstangen zu oben und auf dem kleinen oder dem hinteren Manitou werden die kleinen Stangen. Dieser ganze Triathlon funktioniert nur, indem die, die den Hut aufhaben, auch mit anpacken. Also selbstverständlich arbeiten wir auch alle mit im Feld. Wir versuchen uns über die Jahre immer mehr zu optimieren. Auf meinen Themenbereich ist es vielleicht so, dass wir nicht mehr jedes Gitter anfassen, sondern Gefährte dafür haben, die das ein bisschen an die Stellen schon verschiffen, aber wir geben alle immer Vollgas und wir lassen alle arbeiten, indem wir selber auch die ganze Zeit arbeiten. Zu wissen, es wird gut. Ich glaube eigentlich, wenn man uns im Team davor zuhören würde, im Büro, wenn niemand dabei ist, dann würden wir eher davon ausgehen, das kann eigentlich gar nicht gut werden. Marlon, der hat damals als Praktikant bei uns angefangen, weil er keinen Bock hatte, sich ein anderes Praktikum zu suchen. Und dann haben einfach die zwei Praktikanten in dem ersten Jahr gleich mit voller Verantwortung dieses Rennen auch mit organisiert. Und ich glaube, das ist die Geisteshaltung zu wissen, wenn so die Persönlichkeit und die Leidenschaft stimmt, dann begeistert man andere, das Team hält immer. Und das ist, glaube ich, so unsere Haupt-DNA. Wenn es darauf ankommt, dann halten wir immer auch zusammen. Und dann wird es irgendwie auch gut. Und so ist es nur noch die Frage, vielleicht für uns alle und gar nicht, dass es irgendwie so in der Hierarchie aufoktroyiert wird, sondern mehr, wie weit kann man das denn versuchen zu spinnen, ohne dass es vielleicht doch mal gegen die Wand fährt. Und ja, bis jetzt ist alles immer sehr gut geworden. Ich habe ja letztes Jahr ein bisschen so Allgäu Light erlebt und es war auf jeden Fall schon mega von der Stimmung und so. Auch hatten wir ja doch Pech mit dem Wetter letztes Jahr. Und ja, es ist irgendwie unbeschreiblich. Hat so ein bisschen sowas wie Rot in klein. Ist irgendwie sehr familiär und Stimmung ist Hammer. Willkommen in Gunzesried. Jetzt schauen wir mal. So, so. Haben wir unseren Sieger hier ums Gerät. Auf die beste Räder. Perfekt. Kleiner. Geil. Super. Jawohl. Ja, ideal. Schön. Gut. Und der ist wie alt? Das ist jetzt ein Junger mit 4 Monaten. Jawohl. Da kann man schön die Brotzeit damit machen. Ja. Und hier von den Bauern aus dem Tal? Von hier aus dem Tal aus Gunzesried, alles komplett. Geil, da genau. Freuen sie sich. Okay. Super, saugeil. Danke dir. Bitteschön. Hey. Kann ich den tragen? Ja, doch.
Ups, den krieg, oh. Doch, den krieg ich rein. Okay. Super. So, jetzt haben wir den Käse aus Gunzesried geholt. Das ist bei Altersklassen und Staffel Siegerehrungspreise. Wir sind Gunzesried, ist vom Alpsee ungefähr eine Viertelstunde, kleines Seitental zwischen Bleichach und Sonthofen und mein Heimatort. Genau, Käse haben wir abgeholt. Jetzt geht es dann wieder zurück an Platz, kommt da ein Kühlhänger und am Sonntag zu den glücklichen Gewinnern in die Hand. Also man merkt oder spürt, ich glaube, ihr genau selber, wenn ihr hier rumlauft und trotz dem scheiß Wetter, was jetzt dann heute angesagt ist oder ist, das Feeling und der Vibe oder der Spirit, der hier so, von dem man manchmal redet, spätestens wenn man hier ist und den miterlebt, dann bleibt es halt einfach und man spürt es und ja, das ist, also neben diesen ganzen Sachen, wo, dass man immer effizienter wird, wie man Gitter aufstellt, dass man weiß, wie man den Gitter trägt oder wie man sich Sachen vereinfachen kann, ist halt genau gerade sowas, so das, was sich die letzten Jahre einfach stark geändert hat. Ja, Allgäu ist Pflichtveranstaltung. Das muss sein hier. Also das ist, egal was ist, jedes Jahr muss man hierher. Aber du machst es jetzt trotzdem, obwohl du eigentlich in 2 Tagen eine Mitteldistanz machst. Das heißt, ja. Tapering ist nichts von deins, oder? Nee, also so das, macht, das ist alles gut, okay. Das geht. Das ist Entspannung hier. Wir kriegen ja gerade so mit, dass jetzt hier so alles zusammenkommt und der Tag dann am Sonntag irgendwie in greifbare Nähe rückt. Was ist das, worauf du dich da am allermeisten freust? Ist es dann so, ja, die Arbeit ist getan, es ist jetzt alles vorbei? Oder was ist das, worauf du jetzt auch so ein bisschen hinfieberst? Nee, die Arbeit ist dann erstmal vorbei, wenn dann die Athleten am Start sind. Natürlich ist bei uns die Anspannung bis zum Schluss, bis wir hier am Dienstagabend um 12 Uhr den Parkplatz wieder aufmachen. Vorher ist das Rennen für mich hier nicht beendet. Also es ist ein ziemlich langes Rennen für uns. Aber natürlich ist der Renntag was ganz, ganz Besonderes. Und das ist der Tag, wo die eigentlich am Samstag schon, wenn die Athleten dann hier sind, wenn sie hier ins Zelt reingehen, wenn so die Energie zum Fließen anfängt und wenn am Sonntag dann die Athleten ins Wasser gehen und ich vorne an der Rampe bin und jedem noch die Hand schütteln kann und ach, da kommt so geile Energie rüber, wenn ich im Ziel stehen darf und die Athleten begrüßen darf. Das ist dann für das, was man eigentlich macht. Und da kommt dann eigentlich, wird einem dann klar, dass eigentlich so Reiseveranstalter, Hannes Hawaii-Tours, haben wir ja mal versucht, einfach das ganz kurz auf einen Punkt zu bringen, was man eigentlich so gemacht hat die letzten 30 Jahre. Und da haben wir einen so einen Button gemacht, der heißt Creating Memories since 1987. Und das ist eigentlich für das, was wir hier sind. Wir sind da, um einfach Erlebnisse zu schaffen, dass alle einen Spaß haben, eine gute Laune haben, sich Menschen kennenlernen, an ihre Grenzen natürlich auch gehen, aber dieses Check out your limits und celebrate your race. Das ist das Ding, was der Allgäu Triathlon eigentlich ausdrückt. Ja, das Allgäu bietet ja immer jedes Jahr irgendeine Wetterüberraschung. Und vor 3 Tagen haben wir uns noch Gedanken gemacht, weil der See quasi einen Tiefstand an Wasserhöhe hatte durch die Hitzeperiode die letzten Wochen. Und jetzt hat es gestern so viel geregnet, dass man quasi fast schon nicht mehr unter dem Steg durchschwimmen kann, wie unsere Schwimmstrecke entlang läuft. Und haben jetzt gerade beraten, wie viel Wasser wird noch in den See laufen. Müssen wir den Landgang streichen oder können wir doch einfach bei der bewährten Strecke bleiben? Und wie gesagt, es sind ja hier Leute, die was erleben wollen. Lieber gibt es eine kurze Tauchphase, als dass wir auf so ein Stimmungshighlight wie den Landgang verzichten. Von daher werden wir erstmal alles so belassen wie geplant. Ich glaube, Kult, ich finde immer das Schöne, dass nicht wir das Label uns quasi so auferlegt haben, sondern dass es auch gelebt wird von den Athleten. Und gar nicht nur von uns geschaffen wird, sondern einfach von den Helfern von der Region. Es gibt es einfach seit über 30 Jahren hier, der Allgäu-Triathlon wird gelebt. Viele Dinge passieren hier immer, obwohl man gar nicht als Veranstalter weiß, dass die passieren, weil es einfach von der Region so getragen wird. Und ich glaube, das ist das, was das Rennen ausmacht. Gewachsen über viele Jahrzehnte hinweg, mit sehr viel Leidenschaft, auch unkonventionelle Ideen. Ich weiß noch, als der Hannes mir zum ersten Mal gesagt hat, wir planen oder bauen den Kuhsteig ein, haben alle gesagt, sag mal, was ist denn das für eine Schnapsidee? Spinnt er eigentlich? Sowas kann man nicht machen, aber dass auch unkonventionelle Ideen immer wieder gedacht werden können und vieles dann, oder manches auch, zum Glück nur manches, umgesetzt auch wird und das so die speziellen Erlebnisse für die Athleten auch ausmacht. Der Triathlon ist ein
typische Sportart, die zu dem sogenannten Race to Zero passt. Race to Zero ist eine Kampagne der Vereinten Nationen und es gibt wenige Sportarten, die so perfekt auf diesen Race to Zero passen. Wie sieht er denn aus, der Allgäu-Triathlon der Zukunft, vielleicht als letzte Frage und Ausblick? Ja, okay. Wir werden nachhaltig anreisen. Das heißt, wenn wir ein Fahrzeug bewegen und das nicht emissionsfrei bewegt werden kann oder hergestellt worden ist, dann werden wir kompensieren. Das muss man dazu sagen, es wird wahrscheinlich nicht ganz ohne Kompensation gehen. Wir werden Material verwenden, das langlebiger ist, nachhaltig produziert ist und zum großen Teil, nicht komplett vielleicht, aber zum großen Teil recyclingfähig ist. So, wir werden eine Strecke haben, die so angelegt ist, dass Flora und Fauna möglichst wenig verdrängt werden. Und wir werden keinen müllfreien Triathlon haben, aber wir werden ein hundertprozentiges Recycling von allen Dingen, die wir notwendigerweise zurücklassen müssen, weil sie eben Behälter für irgendwas sind, das werden wir sehen. So, da bin ich zuversichtlich. Ich habe vorhin schon gesagt, ich rechne mit einer wirklich guten technologischen Entwicklung in der Hinsicht, weil alle, die daran beteiligt sind, sind so motiviert. Es ist ein Sport, der in der Natur stattfindet. Die Menschen, sie sind hochgradig motiviert und sie leiden ja auch drunter. Ja, das ist ja bei den Athleten so, die leiden auch drunter, dass sie nicht so nachhaltig ihren Sport treiben können, wie sie es gerne möchten. Aber wir werden strukturelle Veränderungen sehen, also Veränderung von Rahmenbedingungen, in denen die Athleten sich so verhalten können, wie sie es unter ökologischen Gesichtspunkten gerne tun würden. Herzlich willkommen im Allgäu, Fritz. Du hast ein breites Grinsen auf dem Gesicht und ich habe mich gefragt, du machst ja noch nicht so ewig lange Triathlon, hast auch noch nicht so super viele Triathlons gemacht, aber die du gemacht hast, waren alle super gut. Also du bist vielleicht einer der besten Age-Grouper Deutschlands oder du bist der beste Age-Grouper Deutschlands, würde ich vielleicht sagen. Jetzt ist es hier beim Allgäu-Triathlon so ein Rennen, da geht es überhaupt nicht darum, ob man hier gut ist oder schnell ist oder was man für eine Platzierung macht, sondern so ums Dabeisein, ums Hiersein, das Ganze mitnehmen und aufsaugen, was du ja auch gesagt hast, worauf du dich freust. Wie ist das für dich, ein Triathlon zu machen, bei dem es nicht um Leistung geht? Hier musst du eigentlich nichts beweisen, Fritz. Ja, mega geil. Also das war so das Ziel und ich musste eher hier unseren Coach Görke ein bisschen bremsen. Der wollte mir immer Ambitionen einreden, da habe ich gemeint, jetzt lass mal und wir wollen hier ein bisschen die Strecke genießen und vielleicht natürlich auch ein bisschen ballern, aber ja, wenn ich halt dann all out am ersten Berg nicht mehr kann, dann ist es auch nicht so schlimm, dann rollst du halt ein Stück, ne? Ja, also wie gesagt, das geht hier beim Allgäu-Triathlon am besten, das so zu kombinieren, was du gesagt hast, einfach Spaß haben, ballern, so. Ich habe mal gesagt, das ist so Triathlon, wie er in der ersten Stunde mal war, so, weil es sind immer noch so die Paradiesvögel da, hier kommt die Szene so zusammen und wenig so von außen, hier ist man so unter sich. Und du hast ja auch mal gesagt, so, boah, ich will gar kein Triathlet sein, jetzt bist du ja aber da. So, fühlst du dich bisher fehl am Platz oder fühlst du dich hier genau richtig? Also ich habe ja schon auf der Expo in Rot gesagt, dass ich auf jeden Fall angekommen bin in der Szene und mich da auch wohlfühle und hier mit euch zu labern, mit Sigi zu labern, auf der Messe mit Leuten zu reden. Also ja, ich fühle mich genau richtig hier, wo ich bin. Hast du aktuell einen Lieblingstriathlon? Ja, es ist natürlich Rot jetzt nach dem Sommer. Ja, und schauen wir mal, was die Lieblingsmitteldistanz werden könnte. Ich bin gespannt, ob der Allgäu-Triathlon das Potenzial hat, Rot abzulösen, weil bei mir sieht die Rangordnung anders aus. Da steht Allgäu ganz vorne und dann kommt Rot. Ich bin gespannt, was du morgen nach deinem Rennen sagst. Vielleicht haben wir da ja nochmal die Chance, dir das Mikro unter die Nase zu halten. Und jetzt aber erstmal viel Spaß hier noch ein bisschen beim Urlaubsstimmung genießen und beim letzten Sport treiben. Und guck dir die Laufstrecke nochmal an. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja, mache ich. Zeig mir die mal. Wo geht die lang? Da. Und dann? Nach links. Die geht da am See entlang. Mhm. Dann kommt ein Wendepunkt, dann geht sie zurück. Und dann geht die. Wo ist dieses steile Ding da ganz am Ende dann? Das ist da und das geht dann da den Berg hoch. Okay. Einfach. Da, wo die Kühe sind. Oh. Da musst du dich hochackern. Ja. Okay. Ja, freue ich mich. Schau ich mir mal an. Hi, Alexander Siegmund. Ich starte auch klassisch. Ja. Herzlich willkommen im Allgäu, das habe ich vorhin auch zu Fritz gesagt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass der Allgäu-Triathlon ja so einen Ruf hat, der ihm vorauseilt. Und du warst ja hier auch noch nicht am Start und bist ja gerade zum ersten Mal die Strecke abgefahren.
Bevor wir jetzt erfahren, wie es dir gefällt und so, würde ich erstmal gerne von dir hören, was ist das denn für ein Ruf, der dem Rennen hier vorauseilt? Also ich glaube, dieses Kult trifft es schon ganz gut. Also Allgäu Triathlon war das erste Rennen, was dieses Jahr für mich feststand, vor allem anderen. Also es war klar, dass ich hier auf jeden Fall hinkommen will, weil es irgendwie was Mystisches hat, irgendwas Magisches, was man aber so als Norddeutscher gar nicht greifen kann. Man bekommt es immer nur mit und hört jeden schwärmen. Ich habe noch nie ein negatives Wort im Prinzip gehört über das Rennen. Und das wollte ich auf jeden Fall mal erleben. Aufgeregt. Ja, langsam fängt tatsächlich ein bisschen so leichte Anspannung an. Ja. Jetzt ist die letzte Etappe vor morgen quasi geschafft. Bei dir, Alex? Ja, so langsam setzt die Aufregung tatsächlich ein. Ich fand es echt sehr, sehr cool, die Wettkampfbesprechung. Also sowas hatte ich auch noch nicht, wenn da der Prinz, wie hieß er, wenn er da neben dir auf der Kuh einfährt. Also, aber es war legendär. Ja. Das war eine Premiere für mich, ja. Alles ist bewacht und versichert. Das ist das Wichtigste, erstmal für die, die schon eingecheckt haben. Heute hatten wir von 13 bis 19 Uhr Check-in. Ich denke mal, das waren so circa 75% bis 80%, die schon eingecheckt haben. Wenn man mal schaut, jetzt gerade bei der Klassik-Distanz, das sind die, die am längsten unterwegs sein werden, die haben ihr Rad schon am meisten abgegeben. Der Sprint, was zeitlich ein bisschen weniger Aufwand ist, da kommen vielleicht einige noch morgen. 6 bis 8 Uhr ist nochmal die Möglichkeit da, dass die dann einchecken können. Wir schauen jetzt, dass hier alles passt. Wir gucken noch ein paar Mal rum, sind alle Gitter zu, sind die Flatterbänder zwischen den Wechselzonen stabil nach dem Regen, den wir noch mal hatten, liegen die Teppiche schon an den Plätzen, kriegen wir da noch Probleme mit den Rampen und dann schauen wir, dass das alles irgendwie läuft. Ja, die Anspannung ist schon spürbar. Also ich habe auch nur semi gut geschlafen. Also es ist ein richtiges Race-Feeling. Leute, ihr schwimmt dann quasi einmal ein kleines Quadrat in Richtung Schwimmstadion. Da geht es dann raus auf der einen Seite. Dann landet ihr dann und dann schwimmt ihr im Schwimmstil und dann Richtung Schwimmstadion. Allgäu Triathlon 2022, die Classic-Distanz der Herren geht auf die Reise. Viel Erfolg!
Die Rakete auf zwei Beinen aus Hamburg. Sorgen Sie gehen. Rein mit Ihr Ziel. Ja, es hat hier noch eine oder zwei von hinten ein bisschen gekitzelt. Ich konnte es nicht genießen, die letzten 5 Kilometer. Ich weiß nicht, wie hier Görke auf die Idee kommt, dass diese Strecke mir liegen könnte. Zufrieden wie immer, ne? Im Ziel ist immer alles gut wieder. Das ist immer die Belohnung für den Stress der letzten Tage. Beim Kuhsteig hat es mich komplett zerlegt, das ist echt brutal. Ist drin im Ziel. Daumen hoch! Die erste Radrunde, eigentlich wollte ich ein bisschen konservativ fahren. Und dann hatte ich irgendwie Bock und hab ein bisschen Alarm gemacht auf dem Rad. Hat richtig Spaß gemacht, aber nach einer Runde war so ein bisschen der Ofen aus. Da war ich ganz überrascht, dass die zweite Runde doch noch ganz gut ging, aber der Lauf ist so hart. Also es geht ja nur rauf und runter. Und dann der Kuhsteig am Ende. Mir wurde gesagt, danach sind es noch 2 Kilometer, aber es waren glaube ich 4. Und boah. Aber sensationell, also geiles Rennen. Zweite Runde, Kalvarienberg und Kuhsteig. Das ist so laut, hatte ich glaube ich noch nie einen Triathlon erlebt. Das ist wirklich, wirklich abartig. Eigentlich ist es immer, und das ist uns heute extrem gut gelungen, eigentlich das, warum man das macht, ist, in einem coolen Team was zu bewegen, was Leute begeistert. Und wenn man so nach der Veranstaltung dieses Gefühl auch teilen kann, sich anschaut und weiß, wir haben auch oft so im Büro so, ja, wir haben einen sehr offenen Umgangston, dass es auch mal lauter, kritischer, auch wenn es einem nicht so gut geht, dass man das auch rauslassen auch kann. Und wenn man danach so zusammensteht und sich auch, wir haben heute so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt klingt, uns in den Arm auch genommen, wenn man einfach merkt, hey, das war einfach geil, was sich da wieder entwickelt auch hat. Und wenn man so einen Kuhsteig anschaut und sich denkt, puh, eigentlich war das mal, dachte man, Hannes, was soll denn der Scheiß, das funktioniert eh nicht. Aber dann entsteht da so eine Stimmung, dass einfach das im Team was zu bewegen einfach sehr, sehr stolz und glücklich auch macht. Ich habe vor dem Start, wie man gesagt, dass der Algo-Triathlon sowas ist, das macht uns Triathleten high. Und das hat sich heute durch den ganzen Tag gezogen, dass man irgendwie auch vollkommen benebelt an ins Ziel kommt und eigentlich auch fast egal ist, wie jetzt die eigene Leistung so war, sondern man hatte einfach einen guten Tag, von vorne bis hinten, so keine Wünsche bleiben hier offen. Und von daher freue ich mich jetzt hier noch irgendwie einfach den Tag zu genießen und das genauso ausklingen zu lassen, wie es heute Morgen angefangen hat. Super, danke dir.